Okay. Mir ist gerade mal wieder oder was Lustiges passiert im PUBG-Land. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich, es ist komisch. Schaut es euch an und schreibt mir bitte in die Kommentare, A, ob euch das auch schon passiert ist und B, was ihr davon haltet. Ist es irgendwie normal? Bin ich irgendwie übersensitiv und reg mich darüber mehr auf als notwendig? Oder ist es irgendwie schon was, was momentan, insbesondere in letzter Zeit, häufiger vorkommt? Würde mich eure Meinung interessieren. Bis dahin sage ich danke schon mal und jetzt kommt das Video. Neues Spiel, neues Glück. Wir sind schon gelandet. Nice. Auto? Jetzt schon? Ich brauche ein Scope. So, wir können loslegen. Sieht aus wie der Typ von The Gentleman. Film von Guy Ritchie. Das ist doch eine gute Kombi, oder? Eine Mosin und eine Dragunov? Vielleicht nehmen wir dann die Dragunov als Nahkampf. Nice. I like that. Wir müssen noch ein paar Headshots machen, glaube ich. Wie waren das? Ja, dann nehmen wir die M16 als Nahkampfwaffe, müssen wir was Besseres haben. Ich habe da irgendwo ein Auto gehört. Das macht mir ein wenig Sorgen. Da links höre ich was. 30 Schuss. Da ist er. Gott, den habe ich aber spät gehört. Hat der Moon? Ja, muss man die als Nahkampfwaffe nehmen? Auch okay. Wie witzig ist denn bitte die Tatsache, dass der mit einem Crossbow ausgerüstet war? Bin sportlich unterwegs hier mit meinem Briten-Gangster-Outfit hier. Ich sehe echt aus wie so ein britischer Vorstadtgangster. Eigentlich witzig. Ist doch eigentlich witzig. Brauche eine andere Knarre hier. Die Mutant ist nicht schlecht, aber ich glaube, das Scope ist vielleicht nicht optimal. Ein Zweifach wäre top für die. Lila wäre jetzt froh gewesen. SKS wäre was für sie. Die Ump. Viel besser als Nahkampf geeignet. Dann nehmen wir auch noch mit. Passt. Extended Mag. Ach komm. Wie viele Sechser Scopes habe ich jetzt in dem Match schon gefunden? Ziemlich viele. Da war ich schon drin. Es sind unglaublich viele runtergekommen. Wo sind die alle? Solo spielen finde ich teilweise auch sehr verlockend, weil man sich dann viel besser die Strategie zurechtlegen kann. Anders ausgedrückt, man kann sich selbst viel besser mit sich selbst koordinieren als drei andere Leute. Macht wirklich, finde ich, einen Unterschied. Mache ich ab und zu mal. Das ist gut. Die M24. Nehmen wir die? Könnten wir eigentlich, ne? Ne, die Dragunov ist besser. Ich lasse es. Ich lasse es bei der Dragunov.
Dann lass uns mal anfangen zu jagen, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich, genau. Immer noch leider nur ein Einserhelm. Hier waren Unmengen an Typen, sind hier runtergekommen. Wo sind die alle? Das kann doch eigentlich nicht sein. Das gibt's doch nicht. Hat sich doch jetzt tatsächlich jemand das Auto geschnappt, gerade direkt vor meiner Nase. Wir haben ultra viel ACP im Mund dabei. Was ist das denn hier alles? Draußen habe ich nur einen rumlurchen hören, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Warum ist der andere weggefahren? Verstehe ich nicht ganz. Hat der schon alles zu Ende gelootet gehabt? Müssen wir einen Schleichfahrt machen? Ich höre keine Gegner. Keine Gegner mehr da, glaube ich. Quick Draw für die Handgun brauche ich nicht. Ihr habt doch auch gesehen, dass da welche runtergekommen ist. Kann doch nicht sein. Wo sind die? Das sind doch mit mir 10 andere Typen runtergekommen. No idea. Links geht's ab. Könnte da jetzt noch reinspazieren? Ich hab einen Kerl. Okay. UA Explosive hat gerade einen mit der Schalli-Sniper weggemacht. War hier irgendwo. Ich hätte gerne ein größeres Magazin für die Knarre. Sehen. Weit weg, weit weg, weit weg. Mörser nehmen können, das wäre irgendwie lustig gewesen, glaube ich. Noch 56 am Leben.
Das ist echt unglaublich, dass wir keinem über den Weg laufen. Elite-Stuff. Das Game ist bisher totale Grütze. Was ist das? Links von uns geht was auf. Hier links irgendwo. Können wir noch irgendwas wegschmeißen, was wir nicht unbedingt brauchen hier? Smoke. Stun Grenade. Noch 44 am Leben. Ich habe keinen einzigen Typen gesehen, ey. Bisher niemand. Grenzt an Witz gerade. Das sind die Spiele, wo man dann aus heiterem Himmel einen Headshot kriegt. Ich höre irgendwo ein Flugzeug. Okay. Das schauen wir uns mal an. Hä? Inspektier dich. Den spectate ich mal. Der hat Tier 4, Level 500. Trifft nichts. Hä, was? Wieso werde ich mit solchen Leuten gematcht? Erstens. Zweitens. Warum spielt der Casual? Erklärt mir das bitte mal alles. Also das ist ja ein total... Also das, sowas geht mir auf den Zeiger. Warum werde ich mit so jemandem Tier 5, Level 500 gematcht? Was soll das? Ich habe Tier 2, Level 200. Der hat Tier 5, Level 500. Der hat einfach... wahrscheinlich Faktor 300 des Spiels länger gespielt als ich. Warum? Jetzt gucken wir dem mal zu. Da drüben kommt einer. Interessiert ihn nicht mal, Mama. Es interessiert ihn nicht mal, ob da drüben einer ist. Aber er trifft auch irgendwie nicht richtig. What the fuck is that? Warum hat er mir, also wie er mir den Handy gedrückt hat mit der Ork, das war auch bemerkenswert, muss ich sagen. Ich tippe mal, dass der gewinnen wird.
Ich meine, er spielt gut, ja, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Er spielt gut, ich meine, er trifft mit der Sniper aus dem Auto nicht. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso. Ich check's nicht, ich check's wirklich nicht. Auto von links. Was macht denn der? Der Heli war nicht schlecht. Das Auto ist mittlerweile einigermaßen kaputt. Der hatte bei meinem Headshot einfach nur Glück, der Dude, glaube ich. What? Ganz ehrlich, mit der Ork macht der halt wirklich. Mit der Ork trifft der ultra gut. Mit der Bolt Action gar nichts. Hat er den Aimbot nur für die Ork aktiviert oder was? Das ist so witzig, wenn die Karre jetzt in die Luft fliegt. Ja, Bot. Was macht der? Will der einfach nur seinen Waffenskin hochleveln? Ich glaube, der will seinen Waffenskin hochleveln. Das ist alles, was der hier macht. Und sobald einer für ihn eine Gefahr darstellt, nimmt er die Ork. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso er mit so jemandem in den Server geschmissen hat. Und ich verstehe auch nicht, wieso er mit dem Auto noch rumfährt. Es hat nicht mehr so viel Power. Das Auto ist fast kaputt. Aber naja. Ich bin ein bisschen salty gerade, weil mich das echt nervt. War, glaube ich, der Einzige, der ihm Schaden gemacht hat in der letzten Zeit, oder? Ja, ne, wobei ne, ein paar Bots haben ihn auch mal so getroffen, aber da steht einer. Oh Gott, wie der mit dem Auto umgeht. Links von dir war einer, hat er nicht gesehen. Explosive. Mit der Ork trifft er ultra gut. Mit der Ork trifft er ultra gut. Er nimmt die ganze Zeit das gleiche Auto. Ja, irgendwie so eine Automission oder was? So eine Auto-Challenge? Wahrscheinlich streamt er oder so. Gut möglich. Die Ork ist krass bei ihm. Ich sag mal, dass er Auto-Aim-Hacken macht. Zumindest mit der Ork. Weiß nicht, ob er das macht. Wahrscheinlich macht er das nicht. Aber ich melde ihn trotzdem. Im schlimmsten aller Fälle war meine Meldung für die Katz. Das Auto müsste jeden Moment explodieren. Links. Rechts meine ich. Headshot. Mit der Ork trifft er echt. Nimmt immer das gleiche Auto wieder. Boah, das Auto ist fast kaputt. Checken nicht, was er da vorhat. Wir jetzt wissen, wie das ausgeht, das Ding.
Okay, er hat doch das andere Auto genommen jetzt. Noch 8. Naja, es gibt schon noch auch andere im Server, die ein bisschen was drauf haben. Er trifft ultra mit der Ohr. Naja gut, ich meine, wenn du das Spiel 30.000 Stunden gespielt hast, dann bist du mal vermutlich einfach so gut. Das gebe ich ihm. Was ich aber nicht verstehe, ist, wieso mit der Bolt-Action nicht trifft. Also, das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Noch 5 am Leben. Aber einer von den 5 zumindest scheint noch was zu können. Der Wards, weiß ich nicht, ob der ein Bot ist. Könnte gut sein, dass der. Könnte gut sein, dass der auch noch ein Bot ist. Und dann gibt es noch einen, der hat eine Sniper und einen Clan Tag. Da vorne steht ein Buggy an der Klippe, habt ihr das gesehen? Ja, ich mach mal hier meinen Eye-Tracker an. Nice. Nice, das hat er gut gemacht. Was hat denn der eigentlich für ein Ping, der Dude? 22 Millisekunden. Eigentlich relativ... Oh, 10, 9 Millisekunden. Super schnell. 9 Millisekunden. Krass. Noch 3 im Leben. Mir ist es, glaube ich, echt. Da oben der Buggy, ja, genau. Krieg jetzt Reputation-Punkte abgezogen, weil ich den Typen geflaggt habe. Weil ich gesagt habe, er cheatet, hat einen Auto-Aim-Hack. Hat er wahrscheinlich nicht. Aber, wie gesagt, ich flagge ihn. Und dann gucken wir mal, was der Algorithmus dazu sagt. Bude ist ziemlich leer, ne? Einer hat noch eine Bolt-Action-Sniper. Saugeil, da ist jetzt auch noch das Ding runtergekommen. Die Crate. Explosive. Ich muss den nur mal googeln, den Typ. Links. Hör ich antapsen. Was macht er da? I don't understand. Ist er jetzt AFK oder was? Hat er da jetzt in die Wand geschossen? Hä? Das war der andere, auf den ich gezählt hatte. Kein Bullet. Das ist die große Frage. Trifft er jetzt mal was oder nicht? Granaten werfen kann er. Ja, die sind zu kurz, oder? Ich glaube, die sind ein bisschen zu kurz. Shit, die hat gepasst. Ich habe ihn schon reported. Ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Sag mal, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, macht's gut.